Hallo, ich bin Marvin hier für musikmachen.de und ich zeige euch heute das Allen & Heath ZED R13 Analogpult und komme mal gleich zu ein paar Kernfeatures von dem Gerät. Und zwar ist es ein, wie gesagt, Analogpult, allerdings mit Firewire-Ausgang. Das heißt, ich kann hier mit diesem Pult nicht nur die Spuren per Firewire aufnehmen in meine DAW, sondern ich kann, dazu komme ich auch gleich nochmal, das Gerät auch als Controller benutzen für meine DAW. Vielleicht mal so zum allgemeinen Aufbau von so einem Channel Strip, ist eigentlich wie bei jedem Analogpult. Ich habe meine Inputs, ich habe einen Inset-Slot, meine Gain-Stufe. Dann gibt es die Equalizer-Abteilung. Dazu ist vielleicht zu erwähnen, es gibt zwei parametrische Mittenbänder. Sehr schön und packen ganz kräftig zu. Die Qs sind einstellbar von 0,8 bis 6. Und das hohe Mittenband geht von 400 Hertz bis 18 kHz. Und das lowe Mittenband geht von 18 Hertz bis 1 kHz. Also da ist schon ordentlich Bandbreite, die ich abdecken kann. Dann habe ich meine AUX, Panning und so weiter, Mute. Und hier unten gibt es noch, neben den 60mm Fadern gibt es vier Knöpfe, die sind noch sehr interessant. Das sind nämlich so ein paar extra Features von diesem Pult. Und zwar gibt es einmal Digital Send Post EQ. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, meinen Send über den Firewire-Weg nach